Als ob. Als ob es jetzt wirklich einen neuen Unimog gibt. Da bin ich ja mal richtig neugierig gerade. Ey, sowas kannst du mir nicht erzählen. Was ist denn da los? Sowas erfahre ich dann immer hier, ne? Wenn ich einen neuen Stream starte, was ist denn da los? Warum sagt mir das keiner vorher, dass es einen neuen Unimog gibt? Ach, das ist jetzt natürlich blöd, ne? Ich würde den gerne mal sehen. Einen Link schicken könnt ihr leider nicht. Von wo kriege ich denn den? Kann ich mir da kurz mal ein Bild angucken? Wartet mal ganz kurz, Leute. Ich suche mal ganz kurz, weil ich erkläre euch gleich mal, warum es am Freitag keinen Stream gab. Es hat einen ganz guten Grund, sag ich mal so. Und ich war seitdem jetzt auch nicht mehr am Computer. Also ich war gestern ganz kurz, für eine Stunde oder so, aber da habe ich ein bisschen was vorbereitet für die nächsten Streams, die anstehen. Ja, für die nächsten Streams auf meinem Kanal. Und, okay. Ja, von daher habe ich das nicht mehr geschafft, hier irgendwelche Mods mir anzuschauen, zu downloaden. Es gibt dann, okay, jetzt weiß ich. Das ist natürlich hier, ne, der gute alte Unimog. Das ist doch der, der gleiche Aufbau wie vom LS17, oder? Ist das die Fahrzeugkabine? Das sieht genauso aus, das Teil. Ich guck mir gerade die Bilder an, Leute. Also, das Ding sieht schon irgendwie... Irgendwie sieht's cool aus, ne? Ich bin auch so ein großer Unimog-Fan, aber obwohl... Der AT kam ja vor kurzem erst raus von diesem Modding-Team hier. Und den fand ich wirklich extrem geil. Also, das ist wirklich ein richtig schönes Auto. Ein schönes Fahrzeug. Das hier fällt mir, das ist super. Da kann man wirklich mal ein Däumchen nach oben geben, weil Rosenbauer AT 2020 ist schon mega. Ne? Ist ein geiles Teil. So, also hier ist der Unimog. Okay. Das ist natürlich mega, mega, mega gut. So, okay. Gut. Ja, Leute. Dann begrüße ich euch erstmal. Wartet mal, ich muss mal kurz... Muss mal ein bisschen zentrieren gerade. Ich merke schon, ich sitze viel zu weit links. So. Ich glaube, jetzt müsste es in Ordnung sein, ne? So, ja, Leute. Willkommen zu einem neuen Streamchen heute hier bei Twitch, beziehungsweise auf Twitch. Ich streame heute den LS19, den Farming Simulator 2019 oder 19, wie auch immer. Ich bin hier auf einer geheimen Map unterwegs. Also, was heißt denn geheim? Die Map habt ihr schon gesehen in meinen YouTube-Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, das lohnt sich. Da habe ich euch das mal so ein bisschen vorgestellt, was das jetzt eigentlich sein soll. Ja, und heute möchte ich dieses Projekt gerne starten. Also, dieses geheime Projekt, was einen ganz speziellen Namen hat. Worauf ihr garantiert nicht kommen werdet, denn es wird sich zum größten Teil alles um Polizei drehen und so weiter. Das wird eine Art Singleplayer-Projekt werden, was ich Let's Playen werde, was ich sicherlich auch mal streamen werde. Das kommt immer darauf an, wie das ankommt bei euch, ob es mir Spaß macht, ob alles so passt, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ansonsten werde ich euch das mal so ein bisschen heute so mal mit auf den Weg geben. Was ich mir so geplant habe, wie das Projekt heißt und was ich da alles machen möchte und so weiter, das heute in diesem Stream. Also, ich werde heute ungefähr bis 13 Uhr streamen. Es könnte auch sein, dass ich wieder vorher aufhöre, weil ich einfach alles gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Denn so viel ist heute eigentlich auch gar nicht geplant, weil es ist ja Sonntag, ne, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Können wir alles hier ein bisschen ganz fluffig heute über die Bühne bringen. Und... Ja, ne Leute, wie geht's denn euch? Habt ihr Bock auf einen neuen Stream? Wie geht's euch? Seid ihr gesund und munter? Wurdet ihr schon geimpft? Ich zu meinem Teil, ich habe meine zweite Impfung jetzt durch. Ich bin komplett einmal fertig. Ja, so viel eigentlich dazu. Also die ganze Impfgeschichte. Ja, das ist halt so Thema für sich, ne? Aber ich hab's durch, ich hab's überstanden und ich bin wirklich munter. Ne? Ich bin gut auf. So. Gut, Leute. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal durch. Und wie gesagt, den Unimog, den mir der liebe Zuschauer hier gerade geschickt hat oder gesagt hat, dass es eine neue Feuerwehrmod gibt für den LS19, den werde ich mir natürlich demnächst runterladen. Vielleicht kann ich den demnächst auch schon im nächsten Stream zeigen. Denn ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich halt auch in den letzten Wochen jetzt immer die Streams verschoben habe auf Sonntag und so weiter. Und ja,
weil ich immer viel zu tun hatte, ich war viel unterwegs, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt kommende Woche vielleicht mal ein oder zwei Tage in der Woche streame und sozusagen fällt dann der Stream am Wochenende weg. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, welche Uhrzeit, denn ich bin meistens immer von der Arbeit spät zu Hause und ich würde dann einfach, wenn es funktioniert, den Stream, ich sag mal, so ganz spontan dann einfach starten. Ich kann noch gar keine richtige Zeit sagen und ich weiß auch noch nicht, welchen Tag und so weiter, aber ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr zu streamen, ne, dass es alles ein bisschen weiter hier in die Gänge kommt, weil jeden Freitag ist halt schon so ein bisschen, dann wartet man immer eine Woche, 7 Tage fast, bis der nächste Stream stattfindet und das finde ich halt schon ein bisschen wenig und also ich werde das vielleicht mal ein bisschen planen nachher und welche Spiele ich spielen möchte, welche Spiele ich streamen möchte. Und dann kriegen wir das sicherlich schon hin. Ne? Wenn ihr Bock darauf habt, hier kann man ja keinen Daumen nach oben da lassen. Dann haut mir das einfach in die Kommentare. Ne? Machen wir es mal so. Genau. Ja, Leute, wie geht's an euch? Euch geht's gut, sehe ich. Okay, das ist mega, mega gut. Mir geht's auch gut. Ne? Wie gesagt, alles tippitoppi. Ansonsten läuft eigentlich alles so, wie es soll. Auf Streife, Polizei Stuttgart, LS19, Polizei und Feuerwehrmod. Ey, woher weißt denn du das? Hat dir das jemand erzählt? Ich fasse es nicht. Das ist fast richtig. Also das Projekt... Ach, wisst ihr was? Komm, wir starten einfach mal rein. Wir machen erstmal hier... wir fangen erstmal ganz langsam an. Ich glaube, vom Ton her stimmt auch alles. Ja, ist in Ordnung. Das können wir gerne so unterstreichen. Das können wir so lassen. Also der Ton, der läuft. Wunderbar. So, wir starten jetzt mal rein direkt ins Projekt. Denn hier, falls ihr wirklich das Video noch nicht gesehen habt, zu diesem neuen Projekt im LS19, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, ne? Dann wisst ihr auch ungefähr, was ich jetzt hier erzähle. Es gibt halt ein paar Updates von dieser wunderbaren Stuttgart-Map, die der liebe, warte ganz kurz, der ist genau hier, der Kamerad, General Gyros, erstellt diese Map. Da bin ich, hier, ich bin, wartet. Map-Tester, ne? Premium Paolo Map-Tester. Ich habe auch das gleiche T-Shirt an wieder drauf. Und ich gucke da ungefähr so. Ich glaube, das kann ich nicht nachmachen. Nee, das ist ein bisschen schwierig. Aber meine Ohren sind ein bisschen falsch ausgeschnitten. Da ist auch so ein kleiner Schniepse daneben. Oh! Ach du meine Güte. Habe ich das gerade umgeschubst? War ich das gerade? Habe ich das Schild gerade wegge... Oh, weia. Ey, das tut mir aber leid. Ja, da passt ja das hier, der Mannschaftswagen steht vor der Polizei. Das ist eigentlich gerade so ein bisschen übertrieben, das Ganze. Ja, dann haben wir gleich einen Feuerwehreinsatz, würde ich sagen. Hilfeleistung, ne? Schwerer Bauzaun auf Straße, muss beseitigt werden. Das können wir gleich gerne machen. Ich wollte euch bloß zeigen, ich bin Map-Tester auf der Map. Und ansonsten ist hier dieser liebe Kollege, der diese Map hier erstellt. Und es gibt halt ein paar neue Updates, ein paar Erneuerungen von dieser Map. Und das möchte ich euch heute gerne mal zeigen in diesem Stream. So, und unter anderem werde ich euch auch das Projekt so ein bisschen mal erklären, was alles so kommen wird in Form von Videos oder Livestreams. Und deshalb möchte ich euch einfach mal mitnehmen, um euch das alles mal so ein bisschen zu zeigen. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich das heute wirklich hier bis 13 durchziehen kann. Das kann ich euch jetzt nicht versprechen, weil ich glaube, so viel hat sich jetzt auch nicht geändert, dass ich jetzt hier über 2 Stunden rede und euch so viele Neuerungen zeige. So ist es dann doch nicht. So, ja genau, also hier... Seht ihr erstmal eine schöne große Baustelle. Ne? Hier steht Polizei. Hier hat sich auch schon so ein bisschen was geändert. Oder verändert eigentlich. Hier kann man zum Beispiel nicht mehr durchlaufen. Ich glaube, mit dem ersten Video, was ich gemacht hatte, war das alles noch durchgängig. Also man konnte durchlaufen. Polizei Stuttgart, jetzt aktiv Leben retten. Genau, also hier sind schon mal Scheiben drin. Und außerdem gibt es hier eine richtig fette Grube. Wird gerade alles verlegt an Rohre, an Elektronik, an Elektrik und so weiter, dass das Polizeigebäude dann auch hier später dann komplett funktionsfähig ist. Ne? So viel erstmal hierzu. So, ich muss mal... Ach hier, da steht das Auto. Hier müssen wir erstmal ganz kurz... Wartet mal, wir haben ja hier einen Unfall. Ich sag mal, ich schieb's mal auf den Sturm, ne? Sturmschaden. Ne? Bauzaun auf Straße. Das können wir gerne so machen. Mach doch so, Montag, Mittwoch und Freitag. Ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
ich glaube, Freitag wird auf jeden Fall nichts. Deshalb habe ich ja so überlegt, so in der Woche zu streamen. Denn ich habe dann noch sowas, ich sag mal, was Cooles geplant für euch. Wenn ihr irgendwie mit dabei seid, hier im Stream gerade, wartet mal. Wie viele Leute haben wir denn? 3 Zuschauer, das ist jetzt nicht so viel. Aber im Anschluss lade ich das Video noch auf YouTube hoch. Dann erfahren die restlichen Leute das auch noch. Ich habe nämlich etwas geplant. Ich habe ja gestern eine Umfrage gemacht. War das sogar vorgestern? Also jedenfalls die letzten Tage auf Instagram. Da hatte ich euch gefragt, ob ihr gerne Videos sehen möchtet. Also Vorstellungen und vielleicht auch richtige Matches von Airsoft. Ne? Also an alle, die das nicht so ganz wissen, was das ist. Airsoft bzw. Soft Air ist ja das mit den Kügelchen hier, mit den kleinen BBs. Das sind die kleinen Plastikkugeln, die man verschießen kann. Es gibt ja da sämtliche Waffen über CO2, über Gas, über AEG und so weiter, die betrieben werden. Und das mache ich. Ne? Das ist mein zweites Hobby neben YouTube. Und ich habe mir so in den letzten Wochen mal so ein bisschen überlegt, so sollte ich das vielleicht mal zeigen? Ich fange erstmal ganz klein an, mache einfach mal so eine kleine Umfrage auf Insta und mal schauen, wie die Leute das dann so finden, ob das gut ankommt oder nicht. Und ich habe mir jetzt dazu entschlossen, weil wirklich die Mehrheit dafür war, einfach mal, dass ich ein Video machen soll, habe ich mir überlegt, ich mache erstmal, um so ein bisschen anzufangen damit auf meinem Kanal, einfach mal ein Vorstellungsvideo von einer Waffe. Ne? Eine Waffe, die ich hier zu Hause habe. Die möchte ich euch gerne mal vorstellen in einem separaten Video. Und vielleicht kommt das ja in die Gänge. Vielleicht wollen mehr Leute das sehen. Dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kann man ja wirklich dann irgendwann mal später so ein richtig, richtig geiles Match aufnehmen. Dann müsste man sich erstmal Kameras und so weiter holen, also alles Mögliche, damit man wirklich alles, das ganze Geschehen aufnehmen kann. Das würde mich richtig freuen, wenn ich mein zweites Hobby so richtig ausleben könnte, auch das mit YouTube verbinden könnte. Das wäre schon mega irgendwie. So. Aber dafür, liebe Freunde, müsst ihr dranbleiben. Dann kann ich euch ein bisschen mehr erzählen. Also beziehungsweise könnt ihr euch das dann später auf YouTube anschauen. So, aber erstmal hier zum LS19. Ne? Also jetzt sind wir hier in einer Sackgasse. Hier ist ein Berg. Die Straße ist noch nicht ganz fertig, da ist noch ein bisschen Baustelle. Ich wollte eigentlich ganz fix zur Feuerwehr rüberfahren. Die ist ja hier hinten irgendwo. Die ist hier auf dieser geheimen Map. Auf diese Stuttgart-Map ist die drauf. Hier sind die Kollegen am Lasern. Ey, das ist eine fiese Stelle, Junge. Das gibt's ja nicht. Ich bin da letztes Mal runtergefahren und wurde ich volle Möhre getroffen. Also ich wurde sofort gelasert mit, ich weiß nicht, 30 km drüber. Und das ist auch innerorts. Ich glaube, die sollten sich erstmal hier um kümmern. Das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher, als wenn man da runterrasen würde. Alter Vater, das sieht nicht gut aus. Und als ob die Häuser so stehen können, ne? Also ohne, dass die irgendwie abtauchen oder so, ne? Das ist komisch. Das funktioniert einfach so und es ist einfach da. Ne? Das ist sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, ne? Dass die Häuser da so ganz normal stehen. Da hält wirklich so ein kleiner Bruchteil vom Asphalt, von der Erde, die Häuser zusammen. Ohne, dass das irgendwie zusammenbricht. Nee, also ich wollte gerade sagen, ich wurde hier letztens geblitzt. Ich bin in meinem privaten PKW runtergefahren, runtergebrettert, weil ich einen Termin hatte. Bin runtergefahren und auf einmal sah ich, dann muss links so, ah, fuck, die Bullen. Entschuldigung, die Polizei. Die lasert, ne. Da hatten sie mich voll drin und ich musste auch ordentlich Strafe bezahlen. Hier ist noch die unfertige Autobahn. Das ist das Autobahndreieck von Stuttgart. Das ist aktuell noch in Arbeit. Da kann man hier runterfahren. Dann kommt man eigentlich auch hier schon zum kleinen Ort. Hier sind auch verschiedene Händler, wo man sein Hab und Gut verkaufen kann. Da hinten ist der Shop. Also eigentlich hat man ja alles, was man so braucht. Ne? Über Hafen, über Häuser, über große Gebiete, über große Wälder. Und ach, das ist einfach mega. Das ist einfach die perfekte Einsatzmap für mein kommendes Projekt im LS19. So. Ja, ich fahre jetzt mal zurück. Genau. Ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen hier. So, genau, so ungefähr war das. Also jetzt können sie mich mal die Bucke runterrutschen hier. Ich bin ja selber gerade ein Kopf. Da ist jetzt eigentlich nichts mehr hier mit Blitzen oder so, mit Lasern. Ne? Ich habe hier ein Polizeiauto. Wenn ich Polizeiauto habe, dann wird hier nicht gelasert. Genau, hier ist eine, das finde ich auch cool. Sehr schön gemacht. So eine kleine Bushaltestelle. Das heißt ein kleiner, das sieht schon extrem groß aus, ne? Hier liegt ein Schild. So ein kleiner Busbahnhof, kann man schon sagen, ne? Ja, das hat was. Das sieht schon cool aus. Also hier kann man auch durchaus mit Bussen fahren.
Straßen sind eigentlich dafür ausgelegt, um mit großen Fahrzeugen zu fahren. Das gefällt mir schon irgendwie richtig gut, weil man dann zum Beispiel auch mal, ich sag mal, Buskontrollen machen könnte oder so. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber zum Beispiel, dass man halt vielleicht auch ein bisschen was mit Bussen hier veranstaltet im Projekt. Dass man nicht hier bloß Polizei benutzt die ganze Zeit, kann man zum Beispiel auch das nehmen. So, hier ist die Feuerwehr. Da kann man aktuell noch nicht reingehen, das ist immer noch nicht so. Da ist anscheinend immer noch nicht der Trigger eingebaut. Zumindest hat der General das vor kurzem gesagt, dass das hier noch alles in Arbeit ist und da wird alles noch eingebaut und so weiter. Kann man das natürlich auch benutzen, wenn es fertig ist. Aber erstmal hierzu. Wir werden das erstmal so machen, dass wir uns erstmal so ein bisschen was aufbauen. Ne? Dazu ist auch heute auch dieser Stream, dass ich mir jetzt erstmal... Hier gibt es ja erstmal einen Unimog. Das ist das alte Teil, was ich schon ewig habe. Ich werde erstmal ganz... Codes. Na, hier müssen wir hin, genau. Hier zum AT switchen. Wie gesagt, das ist halt, das ist und bleibt wirklich mein Lieblingsfahrzeug. Also da kommt kein Fahrzeug drumherum oder irgendwie davor. Überhaupt nicht. Das ist so ein schönes Ding. Ich weiß nicht warum. Dieses Fahrzeug hat es mir richtig angetan. Na, was ich auch cool finde, man kann hier das Design ändern, ne? Und dann haben wir die Reifenvariante. Und Allrad sieht schon mega geil aus irgendwie, ne? Straße ist auch cool. Ich finde die Reifen auch ein bisschen klein irgendwie. Also Allrad machen wir mal. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt in meinen Videos irgendwie, ne? Allrad-Version? Ich glaube nicht. So, dann haben wir hier noch den Suzuki Jimny 2019, ne? NEF. Obwohl, wir können das eigentlich auch benutzen als... Ne, können wir nicht. Okay, da steht aber das Rettungsdienst. Ich würde sagen als Cardio-B. Weil es halt ein schönes, hohes, gelegtes Auto ist. Ne, müssen wir halt ein anderes nehmen. Das ist gar kein Problem. Wir haben ja eigentlich die Fahrzeugauswahl ohnehin. Wir haben ja so viele Einsatzfahrzeuge hier, die wir benutzen können. Wir nehmen ILW, wir nehmen LED, Motorausführung natürlich die größte. Der sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ein schöner MTB. Beziehungsweise jetzt ILW, ne? Beziehungsweise ist es auch ein KEF. Also kannst du wirklich als viele Fahrzeuge benutzen. So, ist der Sound so okay, Leute? Ich glaube, ne? Ich muss den, glaube ich, ein bisschen höher stellen. Weil ich will natürlich auch, dass ihr ein bisschen Spielsound habt. Nicht, dass er bloß mich hört und die Musik im Hintergrund. So, ich würde sagen, wir fahren erstmal rüber zur Feuerwache. Ich glaube, wir müssen das vertagen, oder? Ich glaube, da kommen wir gar nicht durch. Nee, dann müssen wir hier irgendwie erstmal runter von der Straße. Ja, super. Deshalb habe ich auch Allradräder genommen, ne? Dass das Fahrzeug hier gleich mal in die Gänge kommt. Dass man auch mal sehen kann, der AT ist auch Offroad-fähig, ne? Das Ding kann auch sehr schön im Offroad fahren. So, hier können wir hoch. Dann auf den Berg und dann sind wir eigentlich auch schon fast in der Feuerwache. So, genau. Also dann stellen wir uns erstmal sozusagen vor die Feuerwache, würde ich sagen, weil in die Feuerwache können wir noch nicht. Weil das alles noch in Arbeit ist. Aber ich muss sagen, das wird immer besser. Von Update zu Update, es wird immer, immer besser. So. Hier sieht man natürlich auch mal, wartet mal. Das muss ich euch mal ganz kurz zeigen. Das fand ich extrem lustig. Man denkt, die Straßen sind eigentlich so eng, das Fahrzeug passt fast gar nicht auf die Straße. Aber wartet mal. Das sieht einfach so aus, als würde da bloß ein Fahrzeug hinpassen. Zum Beispiel jetzt der AT. Das ist aber nicht so. Also da passen wirklich beide Fahrzeuge nebeneinander. Das muss ich euch mal ganz kurz hier zeigen. Wartet mal. Ja, ein bisschen rumspinnen müssen wir auch mal im Stream, ne? Also wir müssen natürlich hier nicht bloß mal hier von A bis Z alles hier abarbeiten. Und das alles so richtig ernst hier gestalten. Um Gottes Willen, nee. Ein bisschen Spaß muss auch mit drin sein. Und da würde ich euch das gerne mal ganz kurz zeigen hier. So, wir fahren erstmal nämlich runter auf den Horrorberg hier. Hier an den Kollegen vorbei. Und dann stellen wir uns mal auf die Seite hier. So. So, genau. Und hier dachte ich nämlich, das ist viel zu eng. Also da passen niemals zwei LKWs nebeneinander. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz hier rüber switchen, dass ich rauskomme. So. Und hier nämlich fand ich das so lustig, weil guck mal, was da für ein kleiner Abstand ist. Natürlich könnte ich ja so ein bisschen rüber gehen, ein bisschen rüberfahren. Aber... Man kann dazu auch sagen, man passt hier immer noch durch. Das finde ich richtig cool, denn ich habe hier
schon, obwohl das alles noch gar nicht fertig ist, schon die ersten Einsätze geplant. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall erstmal, Entschuldigung, da könnt ihr euch erstmal drauf gefasst machen, was ich da für einen verrückten Einsatz schon mal hier überlegt habe. Jetzt fange ich schon fast an zu heulen. Nee, ich fand's einfach lustig. Ich bin auf diesen Einsatz einfach nur so gekommen, weil ich weiß gar nicht warum, weil ich einfach hier durchgefahren bin. Warum auch immer, keine Ahnung. Nee, dazu aber mehr, wenn das hier dann richtig losgeht. Denn eigentlich ist es ja so geplant, Leute. Wartet mal. Das Projekt soll eigentlich ein Polizeiprojekt werden. Aber natürlich ist die Feuerwehr auch mit dabei. Ich werde die jetzt nicht so, na, wie in meinen, ich sag mal, Feuerwehrprojekten hauptsächlich benutzen, aber die werden natürlich nebensächlich auch mit dabei sein. Also sei es bloß, wenn die Fahrzeuge da stehen, vielleicht fahre ich mal mit einem Feuerwehrfahrzeug zum Einsatzort oder so, aber auf jeden Fall werde ich die mit reinnehmen. Denn das Projekt trägt eigentlich den Namen, das seht ihr später dann auf YouTube im Thumbnail, trägt eigentlich den Namen Projekt 110. Ne? Also ich möchte hier eigentlich ein Polizeiprojekt auf die Beine stellen und eigentlich so wenig wie möglich mit der Feuerwehr hier agieren. Aber da ich ein großer Blaulicht-Fan bin, würde ich gerne alles benutzen, was so was mit Blaulicht zu tun hat. Darunter zählt auch natürlich der Rettungsdienst, THW und ach, was es alles so gibt. Obwohl THW, müssen wir mal gucken, ne, ob wir das mit reinnehmen können. Da gab es ja anscheinend auch schon ein paar Probleme bei anderen YouTubern. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Genau. So. Gute Idee, ne? Telef und DLK kommen auch gleich. Also wie gesagt, ich kann jetzt auch gar nicht so viel jetzt auf die Beine stellen, jetzt gerade in diesem Stream. Da die nächsten Updates kommen ja auch schon und nicht, dass dann auf einmal alles wieder weg ist, was wir uns hier vorbereitet haben. Aber wir können erstmal so im Groben alles so aufstellen, wie wir uns das so vorstellen. Ja, und dann können wir doch eigentlich dann auch schon, wenn es dann soweit ist, das alles so wieder hinstellen und dann können wir eigentlich auch schon beginnen mit den ersten Einsätzen. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe es nicht vergessen, es fehlt ja auf jeden Fall noch ein Telef und ein Drehleiter. Wir haben ja noch zwei Stellplätze. Das kommt doch alles noch, Leute. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Ist doch Sonntag heute, ne? Da müssen wir jetzt nicht hier so übertreiben, so, sag ich mal. Okay, muss man eigentlich nie, aber ich meine halt bloß, ne? Also jetzt nicht in Panik oder Stress hier irgendwie verfallen oder so. Wir machen alles hier ganz in Ruhe. So. Wollt ihr als nächstes ein Telef sehen, was ich zur Feuerwache bringe, oder eine Drehleiter? Muss mal kurz ein bisschen was saufen hier. Ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ja, das kommt einfach immer. Ich habe immer so viel zu erzählen und dann quassel ich hier alles voll. Ich probiere einfach mal, mich auf das Mindeste hier zu konzentrieren. Oh mein Gott. Warum war mir das nicht schon vorher klar, dass ihr eine Drehleiter jetzt sehen möchtet? Ich habe mir das irgendwie schon gedacht gerade. Zum Anfang jetzt hier, ne, wo ich das schon gefragt hatte. So. Dies ist eine historische Aufgabe. We must stay alert. Hi, ich bin Jean-Marie vom Nachrichtenpodcast auf den Punkt der Süddeutschen Zeitung. So, okay. Spannende Interviews zum Thema des Tages mit unseren Expertinnen und Experten. Wir machen mal ganz kurz hier oben weiter. Wartet mal. Jetzt kommt gerade Werbung. Ich benutze ja Spotify, ne? Leider muss man die Testversion und ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen aufstocken. Also die Werbung im Stream, das ist halt schon immer ein bisschen komisch, ne? Das muss natürlich nicht sein. So, jetzt müsste, glaube ich, alles wieder so laufen, wie gehabt. Wie gehabt? Genau, gut, das läuft. So, gut, wir machen mal weiter mit der Drehleiter. Die Drehleiter, ne? Die müsste hier sein. Dann nehmen wir am besten. Nehmen wir die? Ich glaube, ne? Wir nehmen. Nee. Wir haben doch noch eine andere drin hier, oder? Hier war auf jeden Fall nichts drin. Nee, da ist auch nichts. Nee. Okay, da war auch nichts. Da auch nicht. Ich glaube, das war die einzige, glaube ich, die ich jetzt mit reingenommen habe. Muss ich die vielleicht doch nehmen? Es sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Na gut, dann nehmen wir die. Das ist ja kein Problem. Dann müssen wir das vielleicht später nochmal ändern. Ja, mein Gott.
Dann nehmen wir erstmal die hier und wir schauen mal. Also ich finde die gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich eine schöne Drehleiter. Und bevor ich jetzt hier, warte mal, losfahre. Ich brauche noch ein Telef, ne? Das sollte man jetzt nicht vergessen. Welches nehmen wir denn hier? Warte mal, TLF. Wollen wir den Mercedes nehmen? Nee, oder? Was meint ihr, Leute? Wollen wir Mercedes nehmen oder eine andere? Also hier den Mercedes? Oder? Nee, warte mal hier. Hier müssen wir hin. Oder? Hatten wir nicht noch? Hatte ich nicht was anderes drin hier? Ich weiß nur, ich habe nicht alle Mods hier ausgewählt. KLF haben wir da. Nee. Vielleicht hier bei Diverse, da war da auch nichts mehr, oder? Nee. Okay, also muss ich das Telef daneben wohl anscheinend. Wo man das WLF runterladen kann. Ich glaube, wartet mal, das ist das WLF, was hier, ich sag mal, fast, wo der LS19 erschienen ist, rausgekommen ist. Also das war dann ein paar Monate später irgendwann. Also es war halt schon dazwischen eine große Zeit. Ich glaube, das kann man nicht mal downloaden, oder? Das WLF, was ich jetzt hier habe gerade. Ich glaube nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Also wirklich, da, keine Ahnung. Ich habe das Ding halt schon ewig in meinen Mod-Ordner drin und seitdem bleibt das da auch und habe das halt nie mehr rausgenommen. MAN-TLF. Okay, also wollt ihr das andere? Wollt ihr das hier haben, ja? Den Alpas. Wollt ihr den oder wollt ihr das andere? Wollt doch sagen, ich habe doch mehrere TLFs hier drin. So, ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Hier sind noch, ach, guck mal. Das Tesla Modell X 2017. Das ist ein schönes Fahrzeug. Ich mag's. I love it. So ein schönes, geiles Auto, ne? Das sieht man wirklich sehr selten auf den Straßen. Das lädt jetzt auch gerade irgendwie nicht hier. Keine Ahnung. Da hat das Auto mal ein bisschen Probleme irgendwie mit. Also okay, wartet. Gut, ich, warte mal hier. Nee. So, das Alpas nehmen wir, ne? MAN, okay. Das findet ihr anscheinend am besten. Ich finde es von der Optik auch gut. Aber es gibt da so einen richtig großen Haken beim TLF. Was ist denn jetzt los? Okay. Was war denn das jetzt? Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte auch nicht mal aussteigen. Ne, es gibt da einen ganz großen Haken beim TLF. Das ist nämlich das hier. Das ist leider komplett einmal leer. Also quasi sollte man die Gerätefächer unten lassen. Nicht oben, Entschuldigung. Man sollte die Fächer unten lassen, damit man jetzt das hier, das Elend nicht sehen muss. Das sah jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber nee, es ist halt ein bisschen leer. Ne? Aber ansonsten ist das ein schönes Auto, ein schöner Aufbau, ein schöner Hersteller. Mit einem schönen Design vom Ziegler. Aber okay, ja. Ich glaube, das ist auch das Fahrzeug, was die von der Leistung her auch gar nicht so krass ist. Ich glaube, damit habe ich mich schon öfters festgefahren. Aber wenn ihr das sehen möchtet, Leute, wir machen das immer wieder gerne. Ne? Wenn ihr das gerne möchtet, dann machen wir das so. So, okay. Hier können wir ja erstmal ein bisschen Blaulicht anmachen. Wir fahren einfach mit Blaulicht jetzt zur Feuerwache. Wie einfach alle den Alpas sehen möchten. Ich fasse es nicht. Das ist wirklich auch bestimmt die Optik, ne? Also das spricht halt wirklich förmlich an. Gerade im LS19, wenn man das so früher so sieht in den älteren LS-Teilen, was man da für manche Mods hatte. Also zum Thema Mods, ne? Die waren halt so extrem Fehler. Mit Fehler verseucht. Es gab da zum Teil so viele Fahrzeuge, die einfach schlecht waren, die öffentlich waren natürlich. Und da waren natürlich die privaten Mods früher immer wirklich geil. Und heutzutage hier im LS19, da hast du hier hochmoderne Einsatzfahrzeuge, die man einfach so öffentlich downloaden kann. Ich glaube, das freut wirklich jeden, der da draußen nicht die Chance hat, irgendwie private Mods zu benutzen. Der nimmt sich einfach die hochmodernen öffentlichen Mods und benutzt sie einfach in seinem Spiel. Ich glaube, da freuen sich einfach sehr viele Leute drüber. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ihr könnt mir das gerne mal schreiben. Falls ich jetzt irgendwie falsch liege oder richtig liege. Ich glaube, ihr findet das mega, oder? So.
Das ist der Heckwarner. Da ist das Horn. So, also wie gesagt, wir müssen erstmal hier hinten einparken, also vor der Feuerwache. Weil wir leider hier noch nichts machen können. Also wir können, glaube ich, reinfahren. Geht das? Ja, ich glaube, ein Stückchen kann man rein. Aber danach sagt das Tor nein. Also weiter kommen wir nicht. Nö, ist ja gar kein Problem. Dann werden wir hier so stehen und als nächstes... Irgendwas hängt hier gerade so ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Ich glaube sogar, das ist die Drehleiter. Der switcht auch gar nicht weiter irgendwie. Das ist sehr, sehr merkwürdig gerade. Irgendwas hat da so ein kleines Problemchen. Achso, das ist das Polizeiauto. Ich muss hier zum Shop. Da muss ich hin, genau. So. So, dann geben wir erstmal ein bisschen Gummi. Na doch, doch, doch. Das ist ein schönes Auto. Oh, das sieht schon geil aus. Ja, die Fahrzeuge werden immer moderner. Ey, das ist so mega. Von der Technik her, vom Äußerlichen her. Die werden immer größer. Also das sind schon halbe Wohnmobile. Gerade das große TLF hier. Das hier fällt mir. Außer innen sieht das nicht so bombastisch aus, ne? Das ist halt... ja, ganz normal irgendwie. Alles in schwarz gehalten. Hier kannst du, glaube ich, durchgucken. Da unten, genau, da war das. Da kannst du halt durchgucken und dann weißt du genau, wo du bist. Und, muss ich immer das Fenster aufmachen oder wie raus... Boah, du Scheiße! What? Warum bin ich jetzt gerade gefallen? Hä? Bin ich jetzt... Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Also das müsste man mir verraten. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin nur gerade... Ah, ich sehe die Straße von unten nicht. Ah, so, das ist so ein Buggy-Ding hier anscheinend wieder. So ein buggiges Etwas, was man hier irgendwie von unten nicht sehen kann. Jetzt bin ich da einfach... Ach so, ich bin einfach runtergefallen. Ich dachte, ich bin woanders jetzt irgendwie wieder gespawnt. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Wenn man hier zum Beispiel so eine Straße hat, die man bloß von oben sehen kann. Ja gut, man sollte schon aufpassen, ne, wo man hinfährt. Nicht, dass man hier ständig darunter fällt. Aber wie gesagt, das ist alles noch eine Arbeit, ne? Das ist hier noch keine finale Version. Lol. Ist klar, dass euch das hier wieder belustigt, das Ganze hier. Aber guckt euch das mal an, ne? Was ist das denn für eine Höhe? Wir sind doch mindestens 20 Meter oder sogar mehr. Wenn man da mal runterfällt... Das tut schon ordentlich weh. Aber obwohl, das Fahrzeug hat es wirklich ganz erstaunlich mitgenommen. Also, da ist gar nichts passiert. Also, nichts. Das Auto rollt, es fährt. Wir haben hier anscheinend ein Fahrzeug, was ein Flummi ähnelt. Also, wir haben wirklich das Fahrzeug immer noch so, wie wir es gerade gekauft haben. Da ist nichts passiert. Habt ihr ja gesehen, das ist halt ein bisschen hochgeflogen noch, ne? Jetzt weiß ich halt echt nicht, ob wir hier durchpassen. Ach, du meine Güte. Oh, wartet mal ganz kurz. Es könnte nämlich sein, dass wir jetzt die Barke hier voll mitnehmen, aber es sieht gut aus. Hier wird es auch ein bisschen eng. Da wäre es natürlich geil, ne? Wenn man jetzt eine zweite Person hätte, die jetzt hier vorne gucken könnte. Aha, guck mal, Paula, du kannst durchfahren. Pass links und rechts ein bisschen auf. Dann wird es eigentlich auch schon was. Wenn man jetzt hier gerade von innen fährt, ne, in der Fahreransicht... Dann würde man meinen, man fährt alle Barken um, obwohl hier so viel Platz ist. Aber ich kann natürlich auch die Sicht von oben machen, weil da sieht man eigentlich dann alles. Hier wird es jetzt wieder ein bisschen knifflig. Aber so kommen wir da durch hier, oder? Sollte es irgendwie schnell gehen zum Einsatz, dann müsste ich, glaube ich, die andere Seite nehmen. Also da sollte ich auf jeden Fall nicht durch die Baustelle fahren. So, und hier hänge ich jetzt einmal voll drin. Den hätte ich jetzt voll mitgenommen hier. Diese eine Barke. Wann kann man mal wieder zusammen spielen?
Na, das ist halt eine gute Frage. In LS19 jetzt erstmal nicht mehr. Das ist erstmal abgehakt. Vielleicht können wir mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Woche streame, ne, was haltet ihr davon? Dass wir einfach mal irgendwie so ein Spiel eröffnen, irgendwie eine Lobby aufmachen, in Notrufe 112 oder so. Da können alle mitspielen. Das wäre eine gute Idee, oder? Wenn ihr das gut findet, lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, bitte. Ja, so viel dazu. Aber im LS19, wie gesagt, ich habe das erstmal abgehakt, das Ganze. Also ich, wie gesagt, ich werde ein neues Projekt starten, aber das dann im kommenden LS22. Der erscheint ja Ende des Jahres, im November. Das ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also bis das Jahr zu Ende ist. Und da werde ich auf jeden Fall einen Server wieder eröffnen und da werden wir wieder drauf spielen. Infos folgen, das habe ich schon so oft gesagt jetzt. Also damit wirklich jeder das auch hört oder mitbekommt, sage ich das wirklich in fast jedem Stream oder Video, dass im LS22 dann ein neues Projekt starten wird. So. Sieht doch gut aus, oder? Von der Farbe passt auch eigentlich alles so einigermaßen, außer der ELW ist halt ein bisschen neonfarbig von den Streifen her. Aber ansonsten haben wir ELW, wir haben HLF, wir haben TLF und eine Drehleiter. Was will man mehr, ne? Platz haben wir jetzt sowieso nicht mehr, das ist alles. 4 Fahrzeuge passen rein, das ist eigentlich das, was ich wollte, ne? Mehr muss gar nicht mehr hin hier. Also die Feuerwache ist vollzählig. Na, siehst du, zum Beispiel Notruf 112. Ich denke mal den zweiten Teil. Ich habe den leider schon wieder so lange nicht gespielt. Obwohl, ich hatte den ja vor kurzem erst gestreamt. Aber das können wir, glaube ich, wieder machen, ne? Falls ihr Bock darauf habt, können wir gerne im Notruf zusammenspielen. Das wäre eine gute Idee. Weil da ist es nämlich auch so, finde ich, also man hat das Spiel, ne, auf Steam, man joint hinterher und dann spielt man mit. Man braucht nichts anderes mehr. Man braucht natürlich einen Rechner, das ist klar, ne? Aber ansonsten ist es halt so, man braucht keine Mods wie im Alice zum Beispiel. Das ist viel, viel leichter, dann joinst du daher und hast da wirklich eine fabelhafte Feuerwehrsimulation. Ich sag schon Polizeisimulation. Ja. Können auch gerne ein anderes Spiel spielen. Flashing Light zum Beispiel habe ich noch zum Beispiel, was ich jetzt sagen könnte. So, es gibt natürlich noch andere Spiele, aber Notruf ist halt das Spiel, was mir da halt gleich als erstes einfällt. Wie gesagt, das können wir gerne nochmal abstimmen, ne, ob wir das machen oder nicht. So, ich muss jetzt mal nochmal zur Polizei fahren. Denn, falls ihr das jetzt mitbekommen habt, zum Start dieses Streams, es gab ja einen Hilfeleistungseinsatz, ne? Ein Sturm ist über Stuttgart gezogen und hat da wirklich einen Bauzaun mitten auf die Straße geleitet. Und der liegt jetzt hier gerade sehr ungünstig. Die Polizei ist ja schon vor Ort. Die hat es auch gar nicht weit bis hierhin. Hier ist ja auch genau gleich das Polizeigebäude. Und hier würde ich gerne einmal reinfahren. Wartet mal, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber das ist aber schon ganz schön knapp, ne? Also wenn ich jetzt hier mit meinem Transporter reinfahren würde, würde ich da gar nicht rumkommen. Warum steht denn hier ein PKW? Das Ding stört. Kann man das nicht rausnehmen? Oha. Oha, Leute. So, dann müssen wir ganz kurz mal gucken. Aber das finde ich cool, dass man hier auf die Treppe gehen kann und nach oben laufen kann. Nee, nicht ganz. Also, so richtig funktioniert es noch nicht. Also, wie gesagt, ist alles noch in Arbeit. Das wird alles noch gefixt. Das wird alles noch geändert. Und dann kann man eigentlich theoretisch hier nach oben. Dann ist man gleich in seinem Büro drin. Man fährt in die Tiefgarage und fängt sozusagen hier mit seiner nächsten Schicht an. Ich glaube, die Autos sollten aber nicht größer sein, weil ich kann es kurz mal probieren, ob wir mit unseren Mannschaftstransportwagen hier reinpassen. Ob das von der Höhe passt. Also der GLE passt hier, ja, also der passt gut rein, sag ich mal. Da passen auch zwei Hände darüber. Also eigentlich müsste das, ja, ich glaube, nee, das Auto ist zu groß, oder? Nee, das ist viel zu hoch. Was meint ihr, Leute? Sollen wir das mal probieren? Wollen wir damit mal reinfahren mit dem MTW?
Ich probiere es einfach mal. So, jetzt haben wir hier einen Sonderfall. Blaulicht und Martins Horn. Ich weiß nicht, ob das einfach durchbuggt oder... Oh, von der Höhe passt das auf jeden Fall nicht. Da haben wir erstmal das halbe Dach hier im Auto. So, da kann ich nicht durchfahren. Kann ich hier durch die Wand? Das geht auch nicht. Also theoretisch würde es nicht reinpassen. Also man sieht es ja, ne? Da haben wir schon ganz große Probleme mit, hier irgendwie uns hinzustellen. Also wenn man natürlich jetzt ein Cabrio haben möchte, dann würde das natürlich gehen, ne? Das ist keine Frage. Aber so, wenn man jetzt hier das im Projekt machen würde, es passt auf jeden Fall so nicht rein, ne? Also da kannst du mir erzählen, was du willst, das passt nicht. Das kann man vielleicht so benutzen, wenn ich jetzt wirklich das Polizeiprojekt dann starte. Wenn denn die finale Version draußen ist, natürlich. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Da kann man das natürlich so machen, dass man sozusagen von zu Hause startet. Man macht so ein bisschen Haushalt, sage ich mal, steigt in seinen PKW, fährt damit zur nächsten Schicht in die Polizei von Stuttgart, fährt in die Tiefgarage, schließt das Auto ab, geht nach oben in sein Büro und dann holt man sich seine Ausrüstung und geht auf Streife. Das wäre eine geile Idee, oder? So wird es auch passieren, ungefähr. Denn es soll alles auch ein bisschen realistischer werden, ne? Das Projektchen. Das Polizeiprojekt im LS19. So, also wie gesagt, Projektname, ganz, ganz einfach zu merken, Projekt 110 wird demnächst auf YouTube hier auf meinem Kanal oder auf Twitch zu sehen sein. Es wird auf jeden Fall lustig. Also wie gesagt, die Map braucht halt noch seine gewisse Zeit, bis das dann endlich hier fertig ist. Aber dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe schon so viel geplant, auch wie vorhin mit dem Unfall in dieser kleinen Gasse. Das wird euch umhauen. Das haut euch wirklich aus den Socken. So, gut. Also, wir haben unseren ersten Einsatz auf der noch nicht fertigen Map von Stuttgart. Einsatz, Stichwort lautet Hilfeleistungseinsatz, naheliegend der Polizeiwache von Stuttgart. Auf der Straße liegt ein Bauzaun, der via Wind oder Sturm auf die Straße katapultiert wurde. Die Feuerwehr Stuttgart wurde soeben alarmiert mit dem HLF und wir rücken aus. Wir gehen auf Status 3. Also, da bin ich ehrlich, Among Us würde ich gerne nicht spielen, streamen oder wie auch immer. Ich bin kein Fan davon, von diesem Spiel, ehrlich gesagt. So, na, dann gucken wir mal, ne, ob wir jetzt hier diesen Bauzaun zur Seite räumen können. Die Polizei ist leider auch ein bisschen unterbesetzt, die können das leider nicht. Der ist anscheinend viel zu schwer, deshalb soll hier die Feuerwehr alarmiert werden. So, wir sind am Einsatzort. Und werden erstmal hier die Einsatzstelle absichern. Damit wir wenigstens erstmal hier so ein bisschen, sage ich mal, den Einsatzort absichern können. Damit wir hier wirklich keinen von unseren Kollegen, Kameraden, wie auch immer, gefährden. Obwohl der Verkehr ist heute, ich sag mal, ganz, ganz wenig irgendwie. Hier ist gar nicht viel los. Ja, trotzdem würde ich hier gerne mal, wartet mal, wenn es geht, so, hier die Weitwarnblitzer rausholen für die Straßenabsicherung. So, ich bin auch mal gespannt, ob das funktioniert. Das habe ich bisher auch noch nicht probiert irgendwie. Also ob man jetzt hier, wartet, die platzierbaren Objekte benutzen kann. Nee, also das geht nicht, okay. Ich dachte wirklich, das geht. Das geht, glaube ich, nirgendwo. Achso, ich besitze das Land nicht. Ah, alles klar. Stimmt, da war was. Das muss ich erstmal kaufen, das Ganze hier. Vielleicht geht's jetzt. Also das wäre cool, wenn es gehen würde.
So, nochmal aufs Neue. Wir nehmen uns nochmal da raus hier. Wartet. Na, wo ist es denn? Na, hier, das Feuerwehrschild. Gut, also auf die Straße geht auf jeden Fall nicht. Wir können es aber hier durchaus auf den Rasen stellen. Dann können wir das ja in die Hand nehmen und dann haben wir halt die Straße abgesichert. Ganz einfach. So, auf dem Gelände geht es auch sogar. Das ist cool. Und hier hinten geht es wieder nicht. Okay. Aber wie gesagt, gar kein Problem. Wir nehmen uns das einfach in die Hand. Schnappen uns die Absperrung und dann können wir hier eigentlich auch schon die Straße absichern. Obwohl die Polizei ist ja wirklich sehr hoch vertreten hier, sind wir mal ehrlich. Die sichern eigentlich komplett die Straße ab, aber ich würde gerne immer wieder so ein kleines Schildchen aufstellen, so ein paar hundert Meter vor oder beziehungsweise hinter den Einsatz, damit wirklich die Verkehrsteilnehmer sehen, aha, guck mal, da blinkt etwas, da steht Feuerwehr drauf, vielleicht gibt es da gerade einen Einsatz. Finde ich immer cool, wenn man sowas aufstellen kann. Und wenn das auch noch leuchtet, ist es natürlich noch besser, ne? Das ist schon mega, mega cool. So, das Schild können wir irgendwie, ja, können wir eigentlich weghauen. Das war viel zu viel, glaube ich. Wir haben ja zwei Schilder. Dann kann das eigentlich hier irgendwie hin, wartet. Na, du olle Blöde. Warum stellt sie das denn nicht hin hier? So, wartet. So, jetzt haben wir es. Das stellen wir einfach mal so ganz konsequent so hin, wie wir es gerade hingestellt haben. Und das andere Schild kommt hier hinten hin. Ich finde auch gefährlich, dass hier dieser Geländewagen mitten auf der Straße steht. Mit allen Türen offen. Ich glaube, der mag seine Tür nicht. Vielleicht braucht er die nicht mehr. Vielleicht braucht er neue Türen. Keine Ahnung. Aber das könnte durchaus teuer werden. Wenn er so ein LKW lang brettert, ne, durch den Ort. Sagen wir mal 50 km/h, also wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Das würde locker schon reichen, um einfach die Tür da abzureißen. Aber wie gesagt, vielleicht braucht er die nicht mehr. Aber der steht auch im Gegensatz der Fahrtrichtung. Das finde ich auch extrem eigenartig. Da müsste die Polizei vielleicht mal durchgreifen und diesen Wagen hier abschleppen. Obwohl der eigentlich mega geil aussieht. Ne? Na okay, braun ist nicht so meins. Da bin ich auch mal ehrlich. Die Sitze auch nicht so. Die sind ganz schön Hochglanzoptik optimiert Stoff. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie irgendwie foliertes Leder oder so. Keine Ahnung, oder irgendwas, was darauf geklebt wurde. Deshalb glänzt das auch so. Die Anlage wiederum ist fett. Also ich würde das Auto trotzdem nicht so stehen lassen. Aber wenn er so meint, dann soll er es so machen. So, also Feuerwehr ist vor Ort. Straße ist abgesichert. So. So. Ich würde gerne erstmal die Kollegen rauslassen. Hier, wartet mal. Ich will ja nicht alles alleine machen. Los, Kameraden, raus zum Einsatz. Hebt das Schild auf. Wir sind hier vor Ort bei der Polizei. Und wir holen noch den Führer dazu, also den Einsatzleiter. So. Das Auto muss auf jeden Fall damit hin. Zum Einsatzort, damit der Kollege auch was zu tun hat. Das ist ja schließlich hier heute eine Premiere für die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat ihren ersten richtigen Einsatz heute auf dieser neuen Einsatzmap. Gut, mit der Polizei kann ich noch nichts anfangen so wirklich. Höchstens die Straße jetzt absichern. Denn wie gesagt, die Map ist ja noch in Arbeit und das dauert halt noch eine gewisse Zeit. Und wenn es dann soweit ist, dann kann man natürlich auch mit der Polizei hier richtig durchstarten, was eigentlich auch geplant ist. Aber heute für diesen Stream ist die Feuerwehr erstmal an erster Stelle und ich glaube, das findet ihr auch mega gut so, oder? Sind wir mal ehrlich. Ich wollte mir eigentlich gerade hinterm AT stellen, aber eigentlich können wir uns auch hier... Wer hat denn dieses befuckte Schild da hingestellt? Können wir uns eigentlich auch so hinstellen. So, das war halt nicht stören. So, genau. Da steht ihr einfach so mitten im Weg. Naja, für einen Einsatzleiter können wir das Schild noch ein bisschen zur Seite räumen. So. Also, jetzt stehen wir hier. Haben unseren ersten Einsatz und die Einsatzkräfte warten natürlich erstmal darauf, bis jemand etwas Schlaues sagt. In der Zwischenzeit gehen wir mal ganz kurz nach oben. Wir können ja ganz kurz mal lunchen, was hier alles noch so neu ist. Ne? Also wie gesagt, Update ist ja gekommen.
Auf den ersten Blick sieht man erstmal gar nichts. Das ist auch eigentlich richtig. Also so viel ist jetzt nicht passiert. Eigentlich, wenn man es so sieht, hat sich jetzt wirklich nicht viel geändert. So, es wurden halt ein paar Straßen wurden jetzt schon angepasst, so wie sie eigentlich dann auch später sein sollen. Und ansonsten ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Es gibt natürlich bei der Polizei die Baustelle, das hat sich ja auch geändert. Und ja, zum Beispiel die Grube, der Bagger ist neu und so weiter. Hier hinten ist, glaube ich, auch... Ist hier noch was neu? Glaubt ja doch, das Straßennetz hier, diese große, lange Brücke ist, glaube ich, auch neu. Die geht da hinten weiter bis zur großen Autobahn. Da können wir gleich auch mal hinfahren. Ich glaube aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Die Feuerwehr ist ja da, die Polizei ist da. Wir sind auch gar nicht so weit auseinander, das finde ich cool. Ich finde es auch mega, dass die Polizei so groß ist. Ne? Das ist halt so eine große Polizeiwache. Das ist mega, mega cool. Hier haben wir auch ein großes Gelände, wo wir vielleicht etwas drauf bauen können. Vielleicht so ein FTZ, vielleicht irgendwie so ein Polizeigroßgelände für Sondersituationen, zum Beispiel für Übungen oder so. Vielleicht können da alle Einsatzkräfte drauf üben. So ein großes Übungsgelände ist gar nicht so verkehrt. Hier geht es dann halt zum Hafen, da ist noch gar kein Wasser eingelassen. Da muss erstmal noch ein bisschen was passieren. Hier haben wir die Kirche. Hier stehen auch noch... Das ist alles richtig. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das sind Schilder oder so, die hier aufgestellt wurden. Wir haben eine Laterne, wir haben eine Bank und einen Mülleimer und dann wieder eine Bank. Und wieder Mülleimer und eine Laterne. Gut. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts weiter neu. Hier ist ein kleiner Bolzplatz, finde ich auch cool. Hier fehlt der Ballbus noch. Ja, dass man hier ein bisschen was hat, um sich sportlich zu betätigen. Das wäre vielleicht auch cool. Die Straße finde ich extrem gefährlich irgendwie. Über einen Schornstein die Straße zu bauen, ist halt schon sehr eigenartig. Aber so fällt mir jetzt auch gar nichts mehr weiter auf. Ne? Ich glaube, hier ist nichts weiter, was wir jetzt hier irgendwie noch zeigen könnten. Obwohl der Wald, ich glaube, der war vorher auch noch nicht so, ne? In dieser Größenordnung oder Größenform. Der Tunnel, ja, den gab es ja schon. Hier kannst du auch durch und so weiter. Das ist ganz cool gemacht. Hier hinten stehen auch noch Gebäude. Ich glaube, die sind auch neu dazugekommen, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Weil, ja, man muss halt immer genau hinschauen und schauen, was wirklich passiert ist. Ich muss halt immer selber über die Map fliegen, um zu schauen, was jetzt wirklich, was sich geändert hat. Zu diesem neuen Update oder mit diesem neuen Update. Ansonsten kann ich hier nichts mehr weiter sagen. Ach, hier sind die Schilder. Das war vorher auch schon so. Genau, das kennen wir ja schon. Die ganzen Straßenschilder. Und Einsatzschilder haben wir auch noch mit Feuerwehr, Ölspur und so weiter. Gasarbeiten, okay. Der Einsatz war auch schon hier. Das ist der Auffahrunfall. Oder Unfall generell mit drei Funkstreifenwagen. Die sind erstmal zu diesem Einsatz gefahren. Hier ist der große Parkplatz. Das sind die großen Firmengelände. Die große Baustelle hatten wir auch schon auf dem Berg. Es könnte natürlich auch sein, dass hier noch weitere Objekte dazugekommen sind. Das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Das ist halt eine richtig große Baustelle, die mitten auf dem Berg, auf dem Hügel ist. Und das ist schon erstaunlich, ne? dass da oben so auf dem Berg, auf dem höchsten Punkt, so eine fette Baustelle ist. Sieht aber schon cool aus. So hier, genau, das hat sich jetzt auch geändert. Hier sind jetzt Feuerwehrfahrzeuge vor der Feuerwache. Die werden dann auch erstmal stehen bleiben. Und ich glaube, sonst sind wir erstmal durch, ne? Das ist eigentlich alles, was ich euch erstmal zeigen konnte hier. So, wir machen mal ganz kurz die Geschwindigkeit wieder normal. So in etwa. So müsste das reichen. Ja, dann würde ich gerne mal ganz kurz mit dem Polizeiwagen hier ganz kurz mal in Richtung Autobahn flitzen. Um euch das mal zu zeigen, wie lang die eigentlich ist. Denn das ist auch erstaunlich. Das ist wirklich eine richtig große Autobahn. Ich weiß nicht, ob man die darauf erkennen kann. Doch, ich glaube ein bisschen irgendwie. Na, wir gucken mal. Wir fahren mal in Richtung Autobahn. Die geht einmal um die ganze Map. Das ist mega, mega, mega gut. Da kann man auch vielleicht mal mit der Autobahnpolizei unterwegs sein, um da irgendwie Verkehrsrowdy zu stoppen, zu verfolgen und so weiter. Hier kann man wirklich seine Autos testen. Auf Herz und Niere. Wie schnell das Ding eigentlich fährt. Es ist natürlich noch ein bisschen gefährlich, da fehlt noch Brücken und so weiter. Aber hier könnte man
kann man durchaus Gas geben. Okay, auf der Map wird das jetzt nicht so ganz angezeigt. Da sieht man jetzt eigentlich, dass ich übers Feld fahre. Stimmt jetzt nicht so ganz. Aber hier können wir auf jeden Fall durchfahren. Ich weiß bloß nicht, ob wir durch den Tunnel kommen da. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube, wir können durchfahren, oder? Ja, es geht. Das ist natürlich mega, wenn man das hier so machen kann. Finde ich auch cool, dass man eigentlich hier durch den Tunnel fahren kann. Also ich glaube, wir haben sogar unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Schneller können wir, glaube ich, gar nicht fahren. Mit dem GLE. Ich höre gar keinen Sound mehr. Bei 210 ist Schluss. Okay. Das Auto ist einfach viel zu schnell gefahren gerade und dadurch war der Sound weg. So, hier sieht man es auch mal, dass ihr mir auch glaubt, dass es halt die Stuttgart-Map sein wird im LS19. Stuttgart Ost, Stuttgarter Ring, Flughafen Stuttgart Südost. Genau. Das ist Stuttgart Südost dahin, glaube ich. Das rampenähnliche Objekt da hinten auf der Map. Was so ein bisschen komisch aussieht. Da muss ich jetzt einfach rüberfahren. Ich muss es probieren. Ich muss es euch zeigen, wie lustig das ist. Wir können da nämlich rüberfliegen. Ja, okay, nicht gerade mit dem Auto. Nee, okay, das klappt nicht. Das müsste aber eigentlich funktionieren, wenn man da zum Beispiel ein schnelleres Auto hat. Ich warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich müsste eigentlich das Ding drin hier haben hier. Das eine schnelle Auto. Wo ist es? Wartet mal, diverse. Nee, ich glaube, ich habe den mit rausgenommen wieder. Ich habe nämlich den E-Rolli, ne? Das eine Teil da, ne? Aber nee, der ist leider nicht drin hier. Schade, mit denen hätte man das locker machen können, weil fährt er mal wirklich extrem schnell los. Mit denen hätte man das jetzt eigentlich hier zeigen können. Nee, okay, dann lassen wir das. Egal, müssen wir uns das fürs nächste Mal aufheben oder so. So, ich glaube, wir fahren zurück jetzt, oder? Oder nee, wir fahren in die andere Richtung. Dann fahren wir hier mal runter ganz kurz. Hier kann man auch, kann ich euch mal zeigen, wie groß eigentlich auch die Map jetzt hier hinten ist. Hier war ich ja bisher, glaube ich, noch gar nicht. Hab euch das immer bloß von oben gezeigt, so ein bisschen. Da sieht man mal, wie krass groß das alles ist und was hier wirklich noch für Arbeit hintersteckt. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt da hochkommen, ob das Auto, doch, ich glaube, das schafft es. Oh, Gottes Willen. So, das war natürlich nicht. Jetzt fallen wir erstmal hier komplett runter. Okay, wir drehen uns erstmal. Ich dachte, wir kommen da hoch. Vielleicht war das halt ein bisschen zu schnell, das kann auch sein. Aber wie gesagt, hier wird alles noch ausgeführt, denke ich mal. Vielleicht kommt da Wasser hin oder so oder irgendwas, was irgendwie schön aussieht. Weil das ist ja eigentlich eine richtig fette Wiese. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall noch sehr viel passieren. So, hier ist der Trampelpfad, hier kann man auch durchfahren, wenn man mal nicht auf der Autobahn unterwegs ist. So, dann kommen wir hier hinten wieder raus, genau. Ah, ich glaube, hier geht es dann auch noch weiter. Hier ist ja auch schon so ein bisschen die Straße abgebildet. Das wird die Autobahnabfahrt, was haben wir hier? BGA Halle, 500 Meter. Hier sieht man auch die Abfahrtsschilder. So, ach, guck mal hier. Da haben wir schon mal die Leitplanke. Die bisher noch nicht so ganz fertig ist. Aber so kann man wirklich sagen, habe ich jetzt bisher auch in dem Video gesagt, hier drauf lässt sich auf jeden Fall spielen. Auch obwohl die Map noch gar nicht fertig ist. Wir haben unseren ersten Einsatz abgeschlossen. Wir haben den jetzt schon mal gemacht hier. Da kann ich mal ganz kurz hinswitchen. Wir können ganz kurz das mal hier wegräumen. Das erstmal weg. Also man sieht auch, dass man hier, ups, was steht da eigentlich drauf? Baustellenausfahrt. Dass man hier, obwohl die Map noch gar nicht fertig ist, man hier sehr viel auch schon machen kann. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch das Ganze, aber wie gesagt, die nächsten Updates folgen. Wann genau, kann ich euch jetzt noch gar nicht so ganz genau sagen.
Aber was ich euch versprechen kann, es wird sehr, sehr lustig, es wird interessant, es wird cool. Das Projekt 110 im LS19 und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann richtig losgeht, Leute. Ich würde mich richtig freuen, wirklich. Wie gesagt, ich werde das Let's Playen auf YouTube hochladen oder ich werde vielleicht auch mal den einen oder anderen Stream davon machen. Das ist bisher noch nicht so ganz geplant oder noch nicht so ganz vorbereitet. Aber wir warten erstmal, denke ich mal, auf das nächste Update. Und wenn das nächste Update kommt, dann wird sich auf jeden Fall wieder ein bisschen was ändern, denke ich mal. Davon geht man ja aus, ne? Und dann kann man dann vielleicht auch schon die weiteren Einsätze machen. Ich würde mich ja freuen, wenn der Modder, ne, die schöne Polizeiwache erstmal fertig machen würde, damit wir die erstmal einrichten. Und man könnte mal wenigstens erstmal langsam damit beginnen. Also man fängt sozusagen auf der Baustelle an mit der Polizei. Ist auch gar nicht schlimm, wenn da irgendwie noch ein Kran steht oder ein Bagger. Hauptsache, wir können erstmal die Polizeiwache da benutzen. Und dann könnte man vielleicht später mit der Feuerwehr weitermachen. Also mit der Feuerwehrwache. Und da vielleicht schon die Fahrzeuge richtig reinstellen. Jetzt stehen sie aktuell nur vor der Wache. Ist auch gar nicht schlimm. Aber es wäre natürlich auch cool, wenn das fertig gemacht werden würde. Und wenn dann endlich das, die finale Version draußen ist, oh, woher kommen eigentlich Fetische? Dann geht richtig los mit dem Projekt 112, Leute. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall und für heute soll es das erstmal gewesen sein, liebe Freunde. Ich habe eigentlich so überlegt, ob ich jetzt noch ein zweites Spiel spiele, aber ich bin hiermit erstmal fertig, denn ich habe noch ein bisschen was zu tun jetzt. Denn wie gesagt, ihr habt euch das gewünscht, ihr möchtet gerne ein Airsoft-Video sehen. Ich werde mir jetzt gleich mal ranhocken und so ein bisschen was erstellen. Ich werde erstmal, glaube ich, anfangen mit einer Vorstellung einer Waffe und werde euch das einfach mal auf YouTube hochladen und mal zu sehen, wie das bei euch ankommt. Also, falls ihr Bock drauf habt, liebe Freunde, könnt ihr das auch gerne nochmal in den Chat schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Woche wieder. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, ob das was wird. Ich schreibe euch das auf jeden Fall nochmal auf YouTube und dann werdet ihr ungefähr die Zeit sehen, wann ich dann live bin auf Twitch und ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen richtig, richtig schönen Tag. Macht nicht mehr so doll und bleibt auf jeden Fall gesund und somit beenden wir jetzt erstmal unseren heutigen Stream hier auf Twitch. Ein schönes restliches Wochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, Freunde. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.